Ja, willkommen zurück zum Schlussakt bei Let's Play Call of Heroes. Nachdem wir in der letzten Folge Butch Cassidy und Sundance Kid ermordet haben, unehrenhaft, aber allerdings gewonnenermaßen, nähern wir uns, glaube ich, jetzt dem großen Finale. Butch Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian Army. Everybody knows that. That's the legend, but it ain't the truth. So, you never found Bob? There is no Bob. This old sumbitch ain't even Silas Greaves. Sir, is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Oh man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say Bob, your past always catches up with you. I was a different man back then, crazy. Drinking, I changed my ways, I swear to you. If I could turn back the clock, I... But you can't, Bob. Oha. Wenn das mal nicht eine vertrackte Entscheidung ist, Vergeltung oder Vergebung, heilige Scheiße. Nachdem wir ja jetzt quasi jahrelang ihn verfolgt haben, ich meine, ist er jetzt zu einem Kellner geworden, also beziehungsweise zu einem Barmann? Boah, ich weiß es gar nicht. Ich meine, natürlich würde man jetzt sagen, Rache ist gut. Rache müsste sein, aber letztlich bin ich ja immer jemand, der eher sagt, wir müssen den Leuten vergeben, weil er ist ja jetzt nicht mehr der Mann, der einst unsere Brüder und uns gehängt hat. Deswegen, das ist eine schwierige Entscheidung. Und ich glaube, das ist auch so eine Entscheidung, die, glaube ich, jeder so persönlich irgendwo so treffen muss. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr euch entscheiden würdet. Würdet ihr Bob jetzt töten oder vergeben? Ich für meinen Teil wähle hier die Vergebung. Und vielleicht mache ich halt nochmal ein Video, wo ich das andere, den anderen Part dann zeige. Aber erstmal vergeben wir natürlich Bob. Why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? Wanted to suss you out, Bob. See what kind of man you turned out to be. Maybe prod you into drawing on me. See, all those years on your trail turned me into a killer. Can't even remember who I was before you tried to murder me. You, on the other hand, walked that very same path in exactly the opposite direction. What do you mean by that? You think your life is worth sparing, Bob? Boy, what's your name again? It's Eisenhower, sir. Dwight Eisenhower. What do you plan to do with your life, Dwight Eisenhower? Tomorrow I'll be leaving for West Point, sir. So, you want to be a soldier? Well, then do it right, son. Don't tear down the world out of anger and spite like I did. You build it up. You do something decent with your life, you hear me? Sir? Yes, sir. I won't have it said I left you with nothing, Bob. All of Heroes, ganz hier. Ja, das war also Call of Heroes, Ganzlinger. Und ich muss sagen, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen.
Und ja, es ist irgendwie, mal gerade richtig setzen, ist es doch irgendwie erstaunlich, dass es doch jetzt irgendwie so zu Ende gegangen ist. Es war irgendwie ziemlich kurz, hatte ich irgendwie den Eindruck, glaube ich. Aber das ist auch, glaube ich, bei dem Spiel so gewesen. Ich habe das mal nachgeschlagen, es ist, glaube ich, auch nicht allzu lang. Aber es hat einen doch am Ende doch irgendwie so, ja, die Story hat einen doch irgendwo so mitgetragen, fand ich. Irgendwie, ja, die Geschichte von Silas und am Ende haben wir quasi dem Mann vergeben, der uns zu dem Mörder gemacht hat, den wir hier die ganze Zeit gespielt haben. Und ich glaube, es ist letztlich die richtige Entscheidung gewesen. Also für das Ende dieser Story. Auch wenn es in vielen Western so ist, dass quasi immer am Ende der Bösewicht stirbt, glaube ich, ist es auch so das Beste, denn ich glaube, so hat Bob und vor allem auch der junge, wie hieß er, der Eisenhower, mehr gelernt. Und ich glaube, das ist auch wirklich das Wichtigste, dass man aus sich nicht, dass man nicht aus Hass so viele Menschen tötet, wie Silas Reeve es getan hat. Wie gesagt, ich mag dieses Spiel sehr, auch die Grafik fand ich sehr, sehr schön. Ich bin ja so ein Freund von so ein bisschen diesem Comic gezeichneten. Ich fand ja auch damals, wie hieß das, 13, ich weiß nicht, glaube ich, wer das kennt, auch so in diesem Comic-Style sehr, sehr geil. Und ich muss auch sagen, dieses Spiel hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war natürlich, ja, ich sag mal so, vom Spielerischen her, es hat einen nicht sehr, sehr, also es hat einen schon gefordert, die Duelle, aber ich glaube, hier ging es wirklich mehr um die Geschichte, die hier erzählt wurde. Und die war wirklich, wirklich gut erzählt, wirklich schön erzählt. Und ja, ich muss sagen, ich werde mir mal, glaube ich, das Ende doch nochmal, die andere Version des Endes auch nochmal anschauen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier ans Ende dieses Videos noch mit dran schneide oder in einem separaten Video mache. Trotzdem sage ich auf jeden Fall in dieser Stelle natürlich, wie am Ende jedes Projektes bisher, vielen, vielen, vielen Dank an all die, die hier mitgeschaut haben, mitgefiebert haben, meine Videos mitgeschaut haben, überhaupt meine Videos geschaut haben. Und vielen Dank auch an die mittlerweile, glaube ich, 9 Abonnenten, die ich habe. Ja, bleibt eigentlich gar nicht mehr viel anderes zu sagen, außer vielen, vielen Dank ja, an alle, die hier geschaut haben. Und es hat mir, wie gesagt, wieder sehr viel Spaß gemacht, dieses Let's Play-Projekt durchzuziehen. Ja, vielen Dank also fürs Zuschauen. There are men who fear legends, but a man legends fear. He's a four-hosted reaper, crying bullets for tears. When a drought comes in justice, bullets make good rain. When the heartache has dried up, only blood heals the pain. There's a time for grieving, and a time to just pray. There's a time for forgiving, but it's not for today.